Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Das Ganze mit Carsten Berger natürlich. Heute wird's spannend am Markt. 20 Uhr FED-Zinsentscheid. Ich bin sehr gespannt. Gibt ja schon die ersten Forecasts. Was kommen soll, was kommen wird, kann man ja nie so wirklich sagen. Weiß man ja erst immer, wenn es soweit ist. Aber bestimmt einiges an Wohler dadurch im Markt. Das denke ich mal schon. Von daher darf ich Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier zum Webinar begrüßen. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich freue mich jetzt hier den Carsten bei dem letzten Börsensektoranalyse-Webinar in diesem Jahr dabei zu haben. Morgen haben wir ja nochmal Carsten zusammen mit Markus Runau mit dem Trade Scanner. Können Sie sich gerne, wenn Sie nicht schon angemeldet sind, auch gerne noch für anmelden über unsere Website. Auch immer ganz spannend anzusehen. Aber bevor ich jetzt hier an den Carsten das Ganze übergebe. Sie kennen es alle, jedes Webinar bei FX Flat. Einmal der obligatorische Risikohinweis, denn das Webinar dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nichts desgleich gezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Vollkommen egal, was der Carsten handelt, analysiert, erklärt or whatever. Schließlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ganz wichtig vorweg zu sagen. So, genug von mir vorneweg. Dann gebe ich einmal den Bildschirm an den Carsten und ich sage dir auch, ob du den richtigen Bildschirm getroffen hast. Schauen wir mal. Der muss richtig sein. Das ist jetzt der richtige. Okay, dann vielen Dank, Florian, für die nette Anmoderation. Du kannst den gemütlichen Abend jetzt machen und wir machen heute auf jeden Fall pünktlich Feierabend, weil wir haben zum einen, wie Florian schon gesagt hat, den FED-Entscheid und natürlich auf der anderen Seite für den einen oder anderen, der heute noch das Halbfinale-Spiel sehen möchte. Bestimmt ganz interessant, aber auch das, was wir uns heute anschauen, wird in dem überhaupt nicht hinterherstehen. So, dann schauen wir mal. Zu ergänzen zum Risikohinweis muss ich einfach sagen, dass ich natürlich hier vielleicht den einen oder anderen ETF beziehungsweise eine Aktie vorstelle, die wir heute im Live-Screening hier vielleicht finden werden, wenn es Trade-Möglichkeiten gibt. Ist ja nicht ganz so einfach im Markt. Von daher gibt es Interessenskonflikte, eventuell, dass ich die Aktie selber handle zum Beispiel. Darauf bitte achten. Über mich, ja, bin 54 Jahre alt, lebe südlich von Berlin, bin aber gebürtiger Berliner, in kleinem Dörfchen Rangsdorf. Bin schon länger, sage ich mal, mit der Börse verhaftet. Seit dem 17. Lebensjahr hat mich das im Endeffekt gepackt. Danach hat es mich nicht mehr losgelassen. Schwerpunkt liegt im Endeffekt auf wirklich Aktien zu handeln, weil ich mir sage, ich spezialisiere mich und mache das lieber mit einem Asset. Habe auch mehrere Dinge probiert über die Jahre, am Anfang besonders. Bin dann bei Aktien einfach hängen geblieben, weil es für mich das einfachst zu handelnde Instrument ist im Endeffekt. Ja, heute bin ich da, um, sage ich mal, Trader zu coachen, logischerweise Vorträge zu halten, Seminare und so weiter. Aber das kennt ihr sicherlich auch von anderen Coaches, ist also nichts Besonderes. Umsetzung. Kurz mal rein, damit überhaupt jemand, der ein oder andere war ja schon dabei, wie ich sehe. Deswegen herzlichen Abend, schönen guten Abend auch an diejenigen, die hier immer wieder treu dabei sind. Es bleibt immer bei dem Top-Down-Ansatz. Wir gucken uns die Indizes an. Das gehört mit dazu. Das sind ja nicht so viele. Im Endeffekt machen wir kurz die amerikanischen und die deutschen und schauen mal insbesondere auf den amerikanischen Markt, was da im Vorfeld zu den FED-Entscheidungen schon passiert ist und ob man sich da positionieren konnte. Das war keine einfache Situation, auch für mich im Vorfeld. Eröffne ich da noch Positionen? Ja oder nein? Bleibe ich im deutschen Markt? Wechsle ich zum amerikanischen? Spannende Frage, werden wir auf jeden Fall beleuchten. Wenn man sich einen Index dann ausgesucht hat und entscheidet sich für ein Land, dann ist natürlich entscheidend, aufgrund der Vielzahl der Aktien, zum Beispiel im amerikanischen Markt, viel, viel entscheidender, die Sache ein bisschen zusammenzudampfen und zu sagen, hey, ich möchte mir zum Beispiel nur die Branchen raussuchen, die eine gute Performance im Vergleich zur Benchmark, sage ich mal, herausbringen. Und darauf müssen wir uns halt fokussieren, um die Aktienauswahl und die Trade-Auswahl zu reduzieren. Und natürlich schauen wir uns heute explizit das Timing an. Also wann macht es Sinn, in eine Branche hineinzugehen und wann wird das Risiko einfach zu hoch mit der Zeit? Und dann müssen wir eventuell
noch warten, bis der Markt im Endeffekt ein bisschen korrigiert oder die Branche etwas zurückkommt. Gleiches zählt immer für die Aktie logischerweise. Das ist von der Analyse herangehensweise überhaupt nichts anderes. Der Chart bleibt immer der gleiche, ob es ein Index, eine Branche oder eine Aktie ist. Das macht dieses System relativ einfach, weil ich ja immer auf den gleichen Chart schaue und mir dann im Endeffekt das Bild zum Einstieg und die Auswahl der Aktien letztendlich mal als Kriterium heranziehe und sage, okay, das wird der entsprechende Trade und die Aktie ist Outperformer in der outperformenden Branche. Wenn ihr Fragen habt, logisch immer wieder in das Fragenfenster hineinschreiben. Ich freue mich immer, wenn das ein bisschen interaktiv wird. Von daher würde mich mal jetzt schon mal interessieren, wer hat denn jetzt noch, egal, wer nimmt dafür Rücksicht auf die FED-Entscheidung? Geht ihr trotzdem in Positionen rein oder sagt ihr euch eher, nö, also ich halte jetzt die Füße still, bis dieses Datum vorbei ist, bis die Zahlen raus sind? Also da würde mich mal interessieren, schreibt einfach rein, ja, wenn ihr flat, super, Günther schreibt zum Beispiel flat, ist eine gute Entscheidung. Wenn du Positionen hast vorher und das Datum kommt näher, würde mich interessieren, Günther, was du meinst, gehst du denn wirklich raus aus allen Werten oder sagst du dir, nö, lass mich einfach ausstoppen oder nimmst Teilgewinne mit? Das sind ja verschiedene Herangehensweise, wie man damit umgeht. Ich selbst mache es im Endeffekt, werden wir gleich sehen, in der Chartbetrachtung von ein paar Dingen einfach mal abhängig. Ja, wer diese Gedankengänge nachvollziehen will, der kann gerne mal auf meiner Homepage vorbeischauen und zwar unter tradercoach.de bei Blog. Da gibt es die Marktvorbereitung und dort schreibe ich immer jetzt anlassbezogen. Deshalb habe ich in der letzten Woche auch nichts geschrieben, weil es für mich keinen Einstiegspunkt im amerikanischen Markt gab, im deutschen Markt schon eher, aber ich beleuchte hier den in der Marktvorbereitung insbesondere den amerikanischen Markt. Gab es für mich keine Handlungsmöglichkeit und von daher bin ich dort flat geblieben und deshalb schreibe ich da auch nichts in den Blog, wenn man da nichts machen kann. Wenn ich da Branchen finde oder ein oder zwei, dann beleuchte ich das gerne und sage, okay, das ist jetzt vom Timing her Index und Branche passt, gehe ich dann im Endeffekt auf die Branchen ein und werde schreiben, welche Branchen dort mir am besten gefallen und ich im Endeffekt dann auch meine Trades retrograd dort auch nochmal zeige, die zwei, drei, die ich dann getätigt habe. Man kann sich auch zum Newsletter anmelden, wenn es möchte, dann kriegt man eine Erinnerung an das Event des Erscheinens der Marktvorbereitung. Da muss man nicht dran denken und immer jeden Tag draufklicken, weil ihr wisst ja nicht im Endeffekt, wann die rauskommt. So, jetzt steigen wir aber ein. Und zwar mache ich das mit dem Trade Scanner in Verbindung mit dem Agena Trader. Also ich nutze als Software den Agena Trader, ich trade damit und da kann man auch natürlich auch sich die Charts mit anderen Chartprogrammen angucken. Wir haben auch hier innerhalb des Trade Scanners Chartbetrachtungsmöglichkeiten, genau das, was ich für die Strategie brauche, nicht mehr und nicht weniger. Zum Handeln nutze ich aber trotzdem den Agena Trader. Man kann das natürlich auch sehr, sehr gerne bei der Handelsplattform bei FX Flat in der TWS aufsetzen. Das geht natürlich auch. Es gibt ja viele Möglichkeiten und na klar nimmt man die, die gut sind und möglichst kostenfrei sind. Das ist natürlich klar. Und da reichen auch Trading View zum Beispiel zum Betrachten oder sonstige Plattformen. Okay, so. Ich schaue mir das mal hier an. Und zwar bedeutet das für mich, einen ersten Überblick zu bekommen, wie die Märkte überhaupt stehen. Und zwar gehe ich dazu auf Indizes. Und dann sehe ich auf Anhieb, dass wir insgesamt eine Fokussierung auf einen Trend-Long-Bereich haben. Das heißt, der Markt ist im Moment eher in einem Trend-Long-Bereich. Ich werde also mit Short-Positionen relativ vorsichtig sein, beziehungsweise gar nicht berücksichtigen. Und wenn hier Shorts angesagt werden, dann würde sich sehr, sehr viel Märkte hier drin befinden. Das würde ein Anzeichen dafür sein, dass wir eher auf der Short-Seite sind. Das sehe ich im Moment nicht so. Also werde ich mich auf den Markt nicht Short jetzt einstellen. Das ist schon mal die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis, die ich daraus gewinnen kann, ist diese Liste. Wenn ich hier drüber hover, dann sehe ich immer, dass da so ein grüner Ball auf der linken Seite, ihr seht, wie er hin und her springt. Das ist der Hang Seng und der MDAX.
dann kriege ich einen Überblick darüber, wo die einzelnen Märkte sich befinden. Und die stärksten, die dynamischsten Werte sind die, die hier oben stehen. Ja, das ist hier die Sache mit der Performance, die Outperformance. Welcher Wert, ihr kennt das Spiel, ist besser als die Benchmark? Und genau dieses Spiel spielen wir hier. In der zweiten Kategorie ist die Höhe entscheidend. Das ist diese Signallampe. Ja. Und da gibt es einen Wert 1, ihr seht, der ist ziemlich weit unten. Dann gibt es einen Wert 7, der ist ziemlich weit oben. Und je höher der Wert ist, desto stärker angestiegen ist dieser Markt. Und wenn der hier in den roten Bereich reinläuft, dann ist er ziemlich heiß gelaufen. Und das bedeutet nicht gleich, dass ich auf eine Gegentrendstrategie springe, sondern ich ziehe dann meine Schlüsse daraus. Die sind da zum Beispiel, dass ich sage, okay, Achtung, Stop heranziehen oder Teilgewinne mitnehmen. Oder aber, wenn ich in diesem Bereich bin, werde ich in so einem Markt, je höher der hier ist, zum Beispiel keine Position mehr aufmachen. Ja, hier läuft er zum Beispiel schon raus aus diesem Trend-Long-Bereich. Das heißt, ist er so um die 4 rum, ist es eigentlich ideal. Man muss bloß immer gucken, deshalb nochmal in den Chart, von wo er kommt. Entweder kommt er von oben als Korrektur, das ist natürlich idealerweise super, oder er kommt halt von unten aus dem Trend-Short-Bereich und marschiert nach oben durch. Dann ist er natürlich auch schon etwas leer angestiegen. Deshalb immer nochmal der Blick auf den Chart, den würde ich immer noch tun, auf jeden Fall. Aber so kann ich schon mal eine gute Übersicht gewinnen. Ich sehe zum Beispiel, dass der Nasdaq-Bereich hier relativ ideal liegt. Ja, ist zwar nicht die Kugel, die am weitesten rechts ist, also Outperformer auf der Achse, sondern eher in einem guten Bereich, sagen wir mal so. Also auf jeden Fall ist das Outperformer zum Benchmark-Vergleich. Im nächsten Schritt, weil ich jetzt gesagt habe, okay, amerikanischer Markt, schauen wir uns die US-Sektoren dann an. Zack, damit ist das schon erledigt. Und dann sehe ich ein gespaltenes Bild. Und zwar sehe ich zum einen die Volatilität hier oben im Trend-Long-Bereich ist grün. Das heißt, wenn die Lampen hier grün sind, bedeutet eine niedrige Volatilität, was eigentlich sehr gut ist für den Anstieg des Marktes, für einen steigenden Trend-Long-Markt. Ist er orange, so wie hier unten, dann besteht die Gefahr, jetzt habe ich die falsche Taste auf meiner Maus gedrückt, sorry, da muss ich nochmal kurz rein. So, dann besteht die Möglichkeit, dass das auf Rot kippt und das bedeutet, dass diese Branchen eventuell wieder nach unten wegkippen. Also das ist schon mal ein Frühindikator für mich. Wenn ich da zurückgehe, ein paar Tage, das kann ich hier oben machen, dann sehe ich auch, dass die vor ein paar Tagen ja, doch alle relativ orange waren, orange, orange, und sich erst jetzt wieder zum Positiven gewendet haben. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass wir Nachrichten und so weiter wie die FED-Zins, sage ich mal, Zahlen natürlich immer Auswirkungen auf den Markt haben, wie wir gleich auch im Chart sehen werden. Okay, welche Branche ist jetzt interessant? Das ist das gleiche Spiel wie im Index, schaue ich mir hier an. Basic Materials habe ich vor einer Woche gesagt, schaut euch das mal an. Ich glaube, im letzten Webinar und bei uns auch in der Gruppe habe ich das gepostet. Basic Materials war sehr interessant vor ein paar Tagen, bevor sie hier in den Countertrend-Bereich lief. Also sie sind angelaufen, genauso wie Utilities sind gut gelaufen und Healthcare und Industrials. Ja. Also es zahlt sich aus, die kamen vor ein paar Tagen aus dem unteren Bereich, also aus diesem hier, und sind dann aufgrund der Performance relativ schnell in den Countertrend-Bereich gelaufen, der mich jetzt nicht mehr interessiert, weil er schon heiß gelaufen ist. Muss ich mich damit zufrieden geben, eventuell was da drunter ist? Da sehen wir hier einmal die ausgebombte Branche Real Estate, also alles, was mit Immobilien zu tun hat, auf dem amerikanischen Markt relativ gut steht, und Technology, wieder relativ gut, sage ich mal, im Outperformer-Bereich, war ja lange eher im Underperformer-Bereich beziehungsweise im neutralen Bereich, wo man sie gar nicht berücksichtigen müsste. Ich entschließe mich mal für die Technology im Endeffekt und klicke jetzt mal da drauf und dann öffnet sich hier ein Sammelsurium an Strategien. Mich interessiert hier nur die Perlentaucher Trend Long Strategie, da klicke ich drauf und dann screent der mir, springt er in den Aktien-Screener-Bereich und dann scanne ich das hier mal durch und sehe, okay, nur aus dem Technologiebereich
sehe ich nur eine Aktie, die hier im Moment für mich als Kaufsignal erscheint. Was berücksichtigt er? Im Endeffekt einen Rang. Mit Rang Nummer 58 heißt das, dass er 60% der Werte, die Outperformer sind, hinter sich lässt, ja, im Vergleich. Und es geht von 1 bis 100. Ist der einzige Wert, den kann ich mir auf jeden Fall angucken. Ich sehe, dass der Wert eine 7-Tage-Korrektur hinter sich hat. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht seitwärts korrigieren, vielleicht eher in die Tiefe. Mal gucken. Was sehen wir noch? Er zahlt keine Dividende und er hat ein Rating in der Fundamentalanalyse von D. A ist super, F ist Käse. Von daher interessiert mich nur nebenbei. Im Endeffekt lege ich mir auf die Charttechnik Wert. Klicke ich da drauf, schauen wir uns das mal an, was er hier für Signale generiert hat. Oh, der ist doch eher seitwärts, hat 7 Tage korrigiert, aber eher in der Seitwärtsphase. Das zeigt uns das Tool an. Wo sehe ich das Ziel? Okay, hier oben. Deswegen liegt da oben das Target, ein CAV von 1,25. Ich würde jetzt, wenn ich hier einsteigen würde, den Stop nicht wie empfohlen darunter legen, sondern ich würde vielleicht ein bisschen aggressiver sein, sogar unter diesen Bereich legen. Und wir sind noch unter dem vorherigen Hoch hier, kann man sagen, aus der Seitwärtsbewegung. Deswegen sehe ich hier das Ziel, das ist okay. Was haben wir für ein Potenzial? 11,36%, das ist hier unten, steht auch da oben nochmal drin. Und für die Auswahl bräuchte ich jetzt, wenn ich jetzt mir nicht noch einen Chart angucke von den Branchen, was wir ja gleich tun werden, im Endeffekt keine weitere Information. Das würde mir im Endeffekt schon ausreichen, um zu sagen, okay, gehen wir in diesen, würde ich als Trade aufnehmen. So, warum ist das auch interessant? Weil das Volumen hier hoch ist an dieser Kerze, ist extrem hoch, bei dieser roten auch. Klar, hier gab es einen Downgap. Der Markt hat aber wieder gedreht und das alles über dem 200er und tendiert fast überwiegend über dem 200er. Schon mal positiv, dann hat er die Marke mal nachhaltig genommen. Und er hat ein höheres Volumen bei diesem Ausbruchsversuch. Ja, deswegen wäre ein Versuch wert. Ich würde den Stop enger setzen und eine kleinere Position nehmen. So wäre die Herangehensweise als der vorgetragene Stop. Dann habe ich auch ein höheres CAV, was wahrscheinlich dann so bei 2,5 liegen wird, wenn ich den Stop hier hinlege. Das ist ja immer mal eine Empfehlung. Okay, das ist im Endeffekt der Weg. So gehe ich im Endeffekt vor. Aber was ich natürlich auch immer mache, das wisst ihr auch, ich schaue mir die Charts an. Das ist auch wichtig. Ja. Und als allererstes hole ich mal den Agena Trader hier rüber. So, das könnt ihr aber natürlich auch, diese Chart-Einstellungen sind jetzt hier nichts Besonderes. Das ist ein Bollinger Band drin. Mit einem 20er Durchschnitt, einem 50er Durchschnitt und 200er. So, Wochenwiderstände hat nicht jedes Tool, das hat im Endeffekt der Agena Trader, ist sehr praktisch. Und das einfache Volumen unter drunter. Ja. So, Norbert fragt, vielen Dank Norbert für die Frage, was ist denn eine kleinere Position? Nun, eine kleinere Position muss man ja immer davon ausgehen, wie viel Kapital hast du in diesem Depot? Und ich hoffe nicht alles in einer Strategie, sondern diversifiziert, meinetwegen auf Investing, Strategie A und Strategie B, möglichst noch aufgeteilt auf verschiedenen Konten. Nehmen wir mal an, ich habe ein Konto von 20.000 Euro. Dann müsste ich mir sagen, okay, wie viel Positionen müsste ich denn maximal oder könnte ich dann maximal verwalten? Das ist relativ einfach. Ich sage dann maximal 10. Bedeutet, ich könnte pro Position 2000 Euro oder Dollar dafür aufnehmen. So, können aber gerne auch weniger sein, weil je weniger, 8 ist eigentlich schon bei mir so die Karenz. 10 nutze ich halt relativ ungern aus, im Endeffekt. So, wenn ich das habe, dann lege ich mir ja diese Positionsgröße fest, 2000 meinetwegen für die Position. Und wenn ich sage weniger, dann hat das folgenden Hintergrund. Und zwar schaue ich mir den Index ja an. Den schauen wir uns gleich auch nochmal an. Und dann entscheide ich, wo steht denn der Index gerade? Ist der schon 10 Tage lang nach oben gelaufen? Dann ist wahrscheinlich die Möglichkeit hoch, dass der Markt, wenn er auf einmal fällt, meine Aktien mit runterreißt. Ja, weil ja nicht alle Aktien korrelieren. Das heißt, sind im Gleichlauf mit dem Index, weil der ja eine verschiedene Struktur hat von dem Aufbau. Also ich rede da von einer Gewichtung von Aktien in diesem Index. Genauso ist es in der Branche, dass da gewisse Werte einfach stärker performen und manche weniger. Das heißt, diese Branche ist auch gewichtet. Ich muss also schauen,
wie ich damit umgehe. Das heißt, wenn der kurz und knapp ist der Index in der gleichen Phase wie die Branche und die Aktie spiegelt das auch wieder, dann bin ich mit der gesamten Positionsgröße, sprich in dem Fall vielleicht 2000 oder 4000, wenn er nur 5 Aktien hat, drin. Ist das nicht der Fall, dann gehe ich, halbiere ich einfach meine Positionsgröße. Ja? Das hat einfach den Hintergrund, wenn das Setup nicht so ausschaut, wie ich das möchte und nicht alles im Einklang ist, dann kann ich im Endeffekt meinen Zweifel damit, sage ich mal, Genüge tun, dass ich sage, ich halbiere meine Position. Und das tut mir auch nicht weh, sondern nimmt mir das Risiko raus und den Druck. Weil wenn ich dann sage, stelle ich mich heute gegen den Markt, wenn der Fett, lasse ich ganz die Finger oder habe ich jetzt 3, 4, 5, 6 Trades als Möglichkeit zum Beispiel, dann nehme ich das gerne mit auf und reduziere dann meine Positionsgröße. Kann man sehr gut auch in einer Checkliste machen zum Beispiel, da geht das auch sehr gut. Der Günther fragt, wie stelle ich die automatischen Widerstände im AT ein? Das kann ich dir kurz sagen als Empfehlung, das ist hier unter Indikator drin. Und dann hast du hier unter Indikatoren, da habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt, weil ich das natürlich schon ewig eingestellt habe, aber hier ist das auf jeden Fall drin. Support and Resistance, glaube ich, steht da irgendwo. Da doppelklicken und dann hast du die Widerstände drin. Manchmal weiß ich die Dinge auch noch, obwohl mein Arbeitsplatz schon so ewig her ist, dass ich den konfiguriert habe, dass ich da nicht mehr viel dran ändere. Das ist einfach mein Arbeitsplatz. Gerne, Günther. Max fragt, bildet der Index nicht eine Branche ab? Daher verstehe ich den Unterschied zwischen Index und Branche nicht. Also Index meine ich mit einem Markt, hier zum Beispiel DAX. Ja, wenn ich von Index rede, ist das für mich ein Index. DAX-Index oder S&P 500. Ja, also die allgemeinen großen Indizes, die halt bestimmte Werte und das auch branchenübergreifend in sich vereinigt haben. Ne? Das ist im Endeffekt ein Index, wenn ich davon rede. Wir haben insofern hast du recht, ist eine Branche auch ein Index, klar. Aber ich muss ja irgendwie entscheiden, also es ist einfach ein Index aus dem Land beziehungsweise bestimmte Indizes, die bestimmte Aktienwerte, wie zum Beispiel der Russell kleinere Werte enthält, der S&P 500 im Endeffekt größere Werte und der Nasdaq im Endeffekt sich eher auf Technologiewerte bezieht. Ja? So, schauen wir uns das mal an. Wir schauen mal auf den S&P 500, weil der war ja für mich jetzt entscheidend. Was mache ich denn jetzt, wenn ich in dieser Situation letztendlich gerade heute bin zum Beispiel und was mache ich in so einer Situation? Es gab ja verschiedene Situationen. Es gab zum Beispiel die Situation hier. Die fand ich sehr interessant, weil hier eine Umkehr stattgefunden hat nach einer Korrektur. Das sieht ja jeder. Und für mich ist es ja so, dass ich immer in Korrekturen gerne reingehe, wenn das im Endeffekt im kausalen Zusammenhang steht. So, und was steht, muss ich mich dann immer fragen, was steht denn dagegen, dass ich so einen Trader öffne? Was könnte dagegen stehen? Ihr müsst euch immer fragen, was ist anders als, sagen wir mal, in dieser Situation zum Beispiel, Korrektur und so. Was ist da anders, als es hier ist? Seht ihr auf einen, sag ich mal, Punkt, das ist der SMA 200, der gleitende Durchschnitt ist die rote Linie. Seht ihr hier zum Beispiel, der Markt scheint darauf immer etwas zu reagieren. Geht ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Und die Frage, die ich mir einfach dann stellen muss, ist ja, seht ihr auch retrograd hier, ob ich dieses Gezappel und diese Unentschlossenheit mitmachen will. So. Nun weiß man ja, dass wir mehrere Sachen haben, ja, Jahresendrallye. Der Markt steigt so, der ist schon gestiegen, vielleicht war der ein oder andere nicht dabei. Es gibt ja viele Fragen, die man sich da stellen muss. Und ich muss mir natürlich auch fragen, was mache ich denn? Nehmen wir mal an, ich habe hier unten das als Einstiegssignal generiert und ich mache dann nichts anderes, als dann mir die Branchen anzuschauen, zu sagen, welche sind die besten, das ist ja die Regel, und dann kaufe ich mir die Trades an, die mir mein Screening mit dem Trade Scanner zum Beispiel eröffnet, suche mir dann die besten Aktien raus. Das kann man auch mit Prozentgewinnen machen auf verschiedenen Homepages. Ich sage, wer hat denn in den letzten 4 Wochen oder 3 Wochen zum Beispiel die höchste Performance erzielt? Und man wartet dann einfach auf eine Korrektur und dann nimmt man diesen Wert auf. Wenn es einer der besten gewesen ist, wird er sich so schnell nicht ändern. Ja? So, und da frage ich mich dann, okay,
dieser Wert steht mir dagegen. Okay, ich würde aber das gerne aufnehmen, weil ich vielleicht damit rechne, dass der Markt sogar da durchbricht. Andererseits habe ich das Risiko der Fed-Entscheidung. Und man sieht ja, vielleicht seht ihr diesen kleinen dünnen Strich hier, der im Endeffekt hochgeht, wo der Markt gestern war. Der ist hier extrem hochgelaufen. So. Und diesen Swing könnte ich natürlich ausnutzen, muss dann aber kalkulieren und sagen, wo könnte der Markt denn spätestens wieder zum Halten kommen? Ist auch nicht so schwer. Sieht man ja vorher. Wo könnte er zum Halten kommen? Da. Das ist das letzte Hoch. Also ich kalkuliere im Endeffekt immer, wo kann der Markt nochmal hinlaufen und wo kommt er auch vielleicht hin? Also ich weiß es auch nicht vorher, sondern Szenarioanalyse. Drüber nachdenken, wie geht ihr weiter damit um? So, wenn ihr jetzt hier ein Screening macht an diesem Tief, dann müsst ihr damit rechnen, dass der Markt hier vielleicht reagiert. Das hat er auch am zweiten Tag gemacht. Also da ist dann die Erfahrung, wenn man hier screent, auf der Aktien findet, wahrscheinlich nicht so toll, wenn der Markt hier hochläuft und dann am Abend wieder guckt aufs Depot und mittags hat man geguckt, nö, ist eigentlich alles wieder weg an Gewinn. Das passiert auch. Deswegen ist es wichtig, Ziele zu setzen, Targets, wo der Markt innerhalb des Tages hineinläuft, wo ihr aber nicht immer aufs Handy gucken müsst und sagen, jetzt muss ich verkaufen, sondern dass man so ein Target dort schon in die Aktie zum Beispiel hineinlegt. Ja. Der Chart sieht möglicherweise in der Aktie dann genau gleich aus. Ja. Das ist ja, geht jetzt rein nur um die Chartanalytik, die spricht aber genauso wie für Index und für den Branche und genauso für die Aktie. So, wenn man das aber trotzdem macht hier unten, dann muss man sich auch fragen, mit wie viel Kapital geht man rein? Da bin ich ja schon drauf eingegangen. Und aufgrund dieser unklaren Lage gibt es nur eine Möglichkeit. Entweder ich lasse ganz die Finger davon, weil mir das nicht schmeckt, oder aber ich mache hier mit und sage, okay, ich gebe aber nur die Hälfte. Ich nehme nur die Hälfte der Aktien und die Hälfte des eingesetzten Kapitals, was ich sonst handle. Ne? Das wäre dann das Einfachste. Ist man mit dabei, haut aber nicht alles auf den Putz. Das ist normale Money-Management-Regel. So. Und dann kommt es natürlich darauf an, wenn ich hier einen Trader öffne und habe hier einen Teilgewinn mit, hier oben an dem Bereich, wo die blaue Linie jetzt so runtergeht, dass ich da ungefähr ein Target setze, dann kann ich meinen Trade möglichst auf Break-Even setzen. Heißt, ich ziehe den dann irgendwie ran, wenn er jetzt hier rumgelaufen ist, hat ein Target und dann fliege ich eventuell da raus. Das ist auch nicht schmerzhaft, weil man hat ja einen Teil mitgenommen. Oder ich bin etwas legerer und sage, okay, lass den Stop hier unten stehen. Das ist nach Geschmackssache der Fall. Und habe dann noch die Möglichkeit, dass der Trade etwas weiterläuft. Nicht immer erwischt man da die optimalen Bedingungen. Ja. Also Börse ist keine Punktlandung. Und noch wichtiger ist es ja, wir hatten hier am Mittwoch, also gestern, letztendlich die Entscheidung so ungefähr, wie weit ist denn Inflation und so weiter. Und da sieht man ja, der Markt ist ja an einem Tag. Also mal gucken, wie weit das macht. 4% gestiegen und da war das genauso. Ja, also ich habe da mein Handy geschaut und dachte mir, oh, boah, okay, der Index steigt um 4%, Respekt. Und alle Aktien haben natürlich zum größten Teil mitgezogen, um die das auch outperformt. Und dann schaue ich dann abends wieder und sage, wo ist er denn hin, der Gewinn? Ja? Und deshalb war es schon sinnvoll zu sagen, okay, ich habe meinen Stop vielleicht nachgezogen und auch nochmal ein Target gesetzt über so ein Hoch, weil ich ja nicht weiß, ob der Markt nicht innerhalb des Tages, wenn ich nicht davor sitze, ich will ja auch nicht davor sitzen, permanent, dass diese Hürde nimmt und dort, sage ich mal, weiter nach oben geht. Nun kann man mit dieser Struktur dieser Kerze viel im Endeffekt rückschließen. Einerseits finde ich gut, dass er sie über dem 200er schließt. Zum anderen hat sie unheimlich viel Gewinn abgegeben. Zum anderen ist heute der Markt recht positiv, was man. Aber er bewegt sich ja auf niedrigem Niveau im Endeffekt im Moment seitwärts so ein bisschen. Was kann ich damit anfangen? Auch noch die Zinsentscheidung. Ich muss jetzt die Zinsentscheidung sowieso abwarten, weil heute werde ich keine Position mehr aufmachen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht tun. Und von daher lasse ich da die Füße letztendlich mal unterm Tisch und warte das ab. Ich habe auch nur fast zu 80% deutsche Positionen, die, sage ich mal, heute auch zu der Hälfte ausgestoppt worden sind. Das ist auch völlig in Ordnung, weil die meisten ihr Target erreicht haben. Andere sind Break-Even rausgeflogen. So ist das. Nicht immer läuft alles im Einklang und das ist ja aufgrund der schwierigen Börsenphase auch nicht so einfach. Deswegen ist meine Struktur immer ein Stop, ein Initialstop
der Einstieg und dann einen Target zu setzen und dann mit der Restposition darauf aufzubauen, wenn es so läuft. Ein Teil geht hier oben raus und der andere läuft vielleicht noch in die Richtung und geht dann weiter darüber hinaus, weil ich nicht weiß, wie der Markt, wie weit der im Endeffekt geht. Und das lasse ich dann den Markt entscheiden und traile dann den Stop entspannter nach der Volatilität einfach hinterher. Ja. So, jetzt, das war der US-Markt. Ich glaube, mein Nasdaq wird nicht anders aussehen. Außer, fällt euch auch auf, dass wir natürlich im Nasdaq-Bereich, im Technologiebereich hier eine Reaktion am 200er haben und wir uns lange schon unter dem 200er gleitenden Durchschnitt befinden. Ja. Das ist schon mal, da würde ich schon mal den S&P bevorzugen, bevor ich jetzt hier im Technologiebereich gehe. Außer, wir schauen uns die Branchen an. Wir haben uns ja Technologie angeschaut. Das muss ich auch wissen. Ja, wenn der ganze Nasdaq im Endeffekt schon 1, 2, 3, 4, 5 Tage gestiegen ist, hier in seinen Hochs ist, mir der 200er im Weg steht und der Wochenwiderstand, hier ist ja auch noch ein Widerstand im Endeffekt, dass ich dort wahrscheinlich, wenn die Entscheidung anders interpretiert wird, wir wissen ja nicht, wie die Leute das interpretieren, ja, das werden wir sehen, wie die Kurse dann steigen oder fallen heute, ich mich dann jetzt im Konsens mit dem Aktienwert, den wir da uns angeschaut haben, dort entscheide, wenn ich den Trade mache, nur zur Hälfte oder ich lasse ihn ganz sein, ja, wenn ich diesen Markt sehe. Ich würde doch viel lieber immer in einer Korrektur reingehen. Also ich suche im Endeffekt immer sowas. Klar sitzt man auch da und hat 1, 2, 3 Tage, hier 1, 2, 3 Tage Korrektur. Und dann sage ich, jetzt müsste ja mal hier eine Umkehr kommen. Und dann kommt so eine Kerze. Ja, da bin ich einfach Nese, weil die ist ja schon mal übers Hoch wieder hinaus. Und da gehe ich also sehr, sehr ungern rein. Warum? Weil dann meistens wieder der Abverkauf kommt. Ja. Und deswegen sind generell so Situationen gut, die halt in der Korrektur stattfinden, dass der Markt wenigstens mal ein, zwei Tage Luft geholt hat. Dann habe ich im Endeffekt Glück, eine vernünftige Stoppsetzung zu machen und kann das Risiko auf so eine Sache dann, sag ich mal, beschränken und habe hier noch die Möglichkeit, meinen Profit zu machen, weil die Aktien steigen ja dann doch eher mehr als im Nasdaq-Index. Ne? So, dann schauen wir mal auf das, was ich schon länger propagiert habe, Silber. Das hat ja wohl sehr gut geklappt. Das, was mich besonders getriggert hat, war die Situation hier. Ja, Ausbruch über dem 200er. Kommt zurück, fällt zwar drunter, bleibt aber über der Wochenunterstützung, geht hoch, schafft es nicht, kommt wieder zurück. Ja, auch eine Möglichkeit, hier nochmal zu screenen, weil der Markt ja ein paar Tage korrigiert hat. Klar, nicht die volle Positionsgröße, weil wir ja am 200er sind und das Rückschlagspotenzial wäre natürlich etwas höher hier runter. Aber es hat funktioniert. Also Silber hat mega angezogen. Hier ist noch vom Webinar die Zeichnung drin. Das ist natürlich zeitlich, kommt das immer nicht so hin. Aber wenn man das jetzt verschiebt, dann sieht man im Endeffekt, okay, das war der Anstieg und hier ist die kurze Korrektur, sowas gemeint, auf dieses Niveau wieder zurück, auf dieses Hoch. Und dann ist natürlich, wo im Screening angesagt, nochmal eine Möglichkeit, das ist hier. Ja, weil wir sind noch über dem letzten Hoch, sind in der Korrektur. Ich liebe immer ein bisschen tiefere Korrekturen, aber das kriegt man ja auch nicht immer so. Also von daher ist das eine schöne Sache und man sieht, Silber hat noch ein bisschen Potenzial. Die nächsten Widerstände hocken wahrscheinlich eher bei 25. So, jetzt die Entscheidung für Silber. Ich glaube, die könnt ihr schon selber beantworten. Wir sind schon 2 Tage, 3 Tage über diesem Hoch. Das meine ich hier, dieses Hoch. Das heißt, ich warte eine Korrektur ab, kommt Silber wieder zurück, suche ich eine grüne Kerze. Am liebsten habe ich ja so eine Umkehrstäbe, das wisst ihr auch, oder so ein Powerbar. Finde ich auch cool. Dann ist es ideal und dann aus der Korrektur versuchen hochzukommen. Hier einen Teilgewinn und ich handle nicht Silber hier im Future, sondern in den Aktien, in den besten Aktien hoffentlich. Und dann suche ich mir da ein, zwei Werte aus und dann ist das die Strategie. Und dann hoffe ich, dass der Rest dann von den Aktien Lust hat, hier vielleicht noch etwas höher zu tendieren. So ist im Endeffekt die Strategie. Deshalb kommt Silber wieder auf meine Watchliste, bis es ein bisschen runterkommt. Und dann schauen wir uns das im Endeffekt einfach mal an. Vielleicht im nächsten Jahr, was Silber gemacht hat. Aber ich finde, das ist schon mal eine gute Sache.
Materials, ja, ist ja Basic Materials. Im Endeffekt zum, ist ja alles, was da geht, ja vom Papier bis zum Gold, hast du nicht gesehen, in diesen Industriebranche letztendlich. Und was mir hier aufgefallen ist, auch eine schöne Sache, der ist über dem Hoch, über dieses Hoch, was im Endeffekt diese Wochen Widerstand war, der relativ lang war, ist in die Korrektur gegangen, dann hat es mich wieder geärgert, zack, wir sind gleich in einem Tag hier rüber hinaus. Das heißt, da waren die Werte extrem angezogen. Man konnte da selber nicht mehr richtig reinspringen. Der Markt läuft noch ein bisschen weiter, korrigiert ein paar Tage und dann kriegt man hier eine schöne Korrektur. Und was passiert am nächsten Tag? Der Markt eröffnet hier oben und geht letztendlich von oben nach unten. Also man kriegt kaum einen Einstieg in die Aktie, weil die natürlich auch mit einem riesen Gap eröffnen. Und ich laufe nicht in Gaps hinein, weil ich setze eine Stop-Limit-Order. Bedeutet, was bedeutet eine Stop-Limit-Order? Gehe zum Beispiel über dieses Level hinein bei 82, aber bezahle, dann kommt eine zweite Order, das ist die Limit-Order, das andere ist die Stop-Order, die untere, zahle nur 82,30 meinetwegen. So, und wenn das Ding hier oben aufmacht, dann wird die Order nicht ausgefüllt, sondern erst wenn sie hier runterkommt, dann wird sie letztendlich ausgeführt. Schützt mich, sage ich mal, vor überteuerten Positionen. Und ich möchte hier auch keine Position hier oben aufmachen, wenn mein Ziel hier vielleicht schon oben liegt oder so. Das macht ja keinen Sinn, ne? Also denkt dran, wenn er End-of-Day-Orders eingibt, wenn der Markt geschlossen ist, bitte Stop-Limit-Buy-Orders zu nehmen. Ja. Ja, also zu dem Wert werden wir heute sehen, wo der heute schließt. Dann finde ich ihn schon interessant, auch die Basic Materials. Vielleicht kommen sie heute nochmal ein bisschen zurück. Und dann machen sie vielleicht dasselbe wie mit Silber und haben natürlich hier oben noch eine Menge, Menge Potenzial. Und nicht umsonst steht ja Basic Materials hier oben auf Platz, ich sag mal drei, aber ist ja zweimal Silber hier. So, Utilities haben wir, ja, Utilities war auch ein gutes Timing. Habe ich auch geschrieben im letzten Newsletter bei mir oder die Marktvorbereitung auf dem Blog. Was war da so interessant? Der Ausbruch hier rüber. Ne, über die 200er Linie, dann kann er nicht halten, geht wieder drunter hinweg und aus der Korrektur in diesem Bereich fand ich das nicht schlecht. Hier an dieser Kerze am 6. Dezember nach Utility-Werte zu suchen. Warum? Der war recht stark, stand weit oben und hat letztendlich die Korrektur über das SMA 200 Widerstandsprozedere gemacht und ist dann wieder zurückgekommen. Ja, und jetzt haben wir das im Endeffekt als Ergebnis. Ja, das war jetzt kein schlechter. Da mussten ein paar Tage warten, bis er angesprungen ist, aber es hat geklappt. Und wer jetzt drin ist oder nicht drin ist, da bleibt natürlich nichts anderes übrig. Da gehe ich nicht mehr rein, sondern ich warte wieder auf die nächste Korrektur. Also man muss in diesen Bereichen muss man arbeiten. Da muss man sich hinsetzen, ein Screening machen. Ich mache es mit dem Trade Scanner, das geht relativ schnell. Der gesehen ein paar Klicks und dann kriege ich Basic Materials Werte ausgespuckt und dann nehme ich die besten. Industrial, dasselbe Szenario, fast wie, wenn wir mal gucken, Basic Materials. Hier das Gleiche, der Ausbruch über diesen Wochenwiderstandsbereich kommt wieder zurück und aus einer Korrektur heraus haben wir hier nicht wirklich eine starke Kerze. Ne, wir haben eine grüne Kerze, aber ist ja eher anders gerichtet. Wir haben lange Dochte oben, finde ich nicht so toll. An dem Markt wäre eher so mein Screening gewesen und dann das Problem ist einfach, ich habe mich schon vorher entschieden für einen anderen Wert. Hier oben machen wir auf. Das heißt, wir haben hier so einen riesen Gap. Auch da wahrscheinlich keinen Trade bekommen. Wenn der Markt im Rücklauf ist, hätten wir die letztendlich wieder bekommen, weil sie ja ins Limit läuft und dann wäre der Markt jetzt da oben hingelaufen. Finde ich super interessant. Mal sehen, was der heute hier macht, ob der da schließt. Ist auch Industrials von der Aussicht her noch ein bisschen mit Potenzial behaftet. Auch da wird die ein oder andere Aktie, die oben steht im Ranking, bestimmt sehr interessant sein. Real Estate, Immobilien, habe ich ja vorhin auch gezeigt im Trade Scanner. Recht interessant, weil der Markt ja doch sehr, sehr ausgebombt war. Aufgrund der ganzen Zinserhöhungen sind ja Immobilien dann nicht mehr so ganz gefragt. Ja, wir haben den 200er über uns, aber noch ein bisschen Platz. Wäre jetzt auch gar nicht so meine favorisierte Branche. Finde nur erwähnenswert, dass die hier einen Gap gemacht hat, was so ein bisschen als Unterstützung dient.
Erwähnenswert finde ich auch noch, und bitte achtet immer auf das Volumen. Da ist ein hohes Volumen, was rauskommt, und das passiert in Form eines Gaps. Könnte eine Unterstützung bieten. Was würde ich für Real Estate machen? Vielleicht kommt sie noch ein bisschen zurück heute, läuft in den Bereich rein, macht einen Umkehrstab. Dann habe ich hier noch genug Potenzial und habe diesen kleinen Weg bis da oben, wo ich schon Teilgewinn vielleicht mitnehmen kann. Finde ich auch spannend. Real Estate gehört mit zu meinen, sage ich mal, kleinen Favoriten. Die ist nicht über dem SMA 200. Da würde ich dann reagieren und sagen, okay, ich nehme nur die Hälfte der Positionsgröße, weil das halt nicht so schön ist, als wenn man über dem 200er ist. Das rückt dann doch schon mehr ins Geschehen von großen Investoren und so weiter. Die interessieren sich schon für die allgemeine Lage und wo der Kurs letztendlich liegt zum Verhältnis zum SMA 200. Ne? Consumer, schauen wir uns mal an. Hat sich mega entwickelt, ist ja auch nichts Neues zur Endzeit jetzt hier im Jahr. Ne, Weihnachten steht vor der Tür. Hier habe ich noch gezeigt, oh, die Korrektur hätte ruhig ein bisschen länger gehen können. Dann hat sie es an einem Tag rausgenommen. Das ist die nächste Chance. Wir haben hier einen Volumenanstieg, sieht man auch, ne, im Verhältnis, diese Kerze. Bedeutet, das bietet im Endeffekt einen Support, weil der Markt von oben kommt, wieder nach oben geht. Und wenn der Kurs wieder zurückkommt in diesem Bereich, dann kann er darauf reagieren. Das macht er mit dieser Lunte unten. Zwar schwach, aber schließt etwas höher. Hier ist etwas positiv. Die Kerze hätte mich dazu bewogen, kann ja nicht alle bespielen, dann hier ein Screening durchzuführen nach Konsumerwerten. Wäre man auch bestimmt gut reingekommen bei den Top-Werten. Und hätte jetzt schon einiges an Performance sag ich mal, gemacht. Auch interessant, Potenzial sieht ja gut aus. Ne? Hier oben bis dahin ist auch frei, wenn er den Ausbruch hier so ein bisschen gemacht hat und heute den Anlauf schafft. Wenn er nicht korrigiert, hier runter, wie gesagt, dann geht er vielleicht drüber und dann nehme ich die nächste Korrektur. Also so ist der Plan. Und ob er das macht, weiß ich nicht. Aber so ein Szenario lege ich mir halt immer hin. Und dann reicht es ja schon fast. Ich glaube, ich hätte dann schon genug Werte und, sag ich mal, gefunden im Screening, wenn es in der Korrektur ist, dass ich ja nicht alle Branchen mir angucke. Ich mache es ja euch zuliebe, dass ich mir alle angucke. Gold. Absolut. Gold bleibt hinter Silber schon ein bisschen zurück. Jetzt nehmen wir mal den Future, wenn ich mal gucke. Haben wir den? Ja, nee, das ist ein anderer ETF. Positiv, logischerweise, Gold ist über dem SMA 200 hat auch lange gedauert. Das ist positiv. Was stört mich jetzt so an dem Ding, weil er ist über dem 200er, ist in der Korrektur. Was ich schön finden würde, kommt da ein bisschen zurück. Ist immer das Gleiche, jetzt hier nichts Neues. Und dann Umkehrstab, Powerbar, warten. Und dann haben wir wieder ein bisschen Potenzial in Gold. Ja. Also Silber und Gold finde ich jetzt nicht so verkehrt. Silber sogar eher noch ein bisschen als Gold. Healthcare, Gesundheit. Wahnsinn. Ja, einfach, ihr seht, wie sinnvoll es ist. Selbst wenn man hier oben einsteigt, kann man das natürlich nur machen, so ein Ausbruch. Ich handle das nicht gerne. Ich nehme so ein Retracement gerne, wenn es hier zurückgeht. Dann macht das auch einen kausalen Zusammenhang, weil man dann eine Unterstützung hat. Die ist ja hier. Letztendlich kommt er dann zurück und man versucht dann, wenn der Markt hier reinläuft, mit einer einigermaßen positiven Kerze, das ist natürlich keine grüne, aber es ist ein Umkehrstab, man sieht es ja, dass es dann Sinn macht zu screenen und wenn man dann den Tag erwischt hat, na gut, dann hat man schon seinen kleinen Taler eingefahren. Was mache ich jetzt? So, was ist jetzt? Wir haben hier einen Widerstand. So, wir sind nicht in der Korrektur. Der Markt zieht wieder an nach einem Tag. Bedeutet im Umkehrschluss nichts anderes. Er wird wahrscheinlich hier reagieren. Ich könnte dann im Rücklauf wieder eine Position finden, wenn sich so ein Szenario hier zum Beispiel abspielt. So nicht schwer zu erkennen. Ne? Müsste eigentlich nur spiegeln. Einfach auf eine grüne Kerze warten, die nach 2, 3 Tagen kommt. Und je stärker die ist und auf diese Dochten- und Lund-Situationen achten, dann kann man schon im Markt etwas erkennen, was dort passiert. Und das Volumen ist auch interessant, das mit einzubeziehen. So, Technology-Bereich war ja der Bereich, den wir uns ausgesucht hatten im Trade Scanner. Ist ja klar, sieht so ein bisschen aus wie die Nasdaq, der Index. Aber was hier interessant ist, ist, dass wir ja den 200er hier schon relativ in der Nähe haben. Ne? Wir waren drüber, wir haben ja hier oben eröffnet gestern und sind dann runtergefallen.
und wir schicken uns jetzt schon wieder an, rüber zu gehen, und wir haben noch 16 Minuten, dann ist das Webinar schon zu Ende, dann werdet ihr die Zahlen wahrscheinlich erfahren und die Kurse werden auf jeden Fall reagieren. Wenn das hier drüber schließt, ist das schön, weil das bedeutet im Endeffekt eine Umkehr, dann wären wir so ein bisschen in der Korrektur. Ja. Es läuft nicht super gleich mit dem Danken, ja, geht mal drüber und korrigier mal 2 Tage. Das hat er hier nicht gemacht, sondern im Endeffekt an einem Tag alles abgegeben und ist jetzt noch nicht mit Schlusskurs, weil der Kurs läuft ja noch quasi long. Das bedeutet, dass ich dann weniger Positionsgröße gebe, so wie ich es am Anfang gesagt habe, die Position einfach teile. Und wenn ich merke, es geht, lohnt sich gar nicht, dann lasse ich es einfach auf die Finger von. Das ist ja auch nicht schlimm. Ne? So, jetzt sind wir ja schon weit tiefer drin hier. Den hatten wir ja schon, den S&P 500. Deutscher Markt war ich mehr drin in letzter Zeit. Nasdaq hatten wir auch. Financial haben wir hier noch. Auch nicht schlecht. Ne? Auch die Finanzwerte haben sich nicht schlecht erholt. Ich denke mal da so an eine PayPal-Aktie vielleicht, die ja auch ziemlich ausgebombt war, ob man die nicht mal irgendwann wieder eintüten kann. Aber wie sieht die Situation jetzt aus? Sind wir jetzt in der Korrektur? Ist das noch positiv? Also im Endeffekt, wer jetzt hier noch nicht drin war, das ist ja die Kerze, wo es spannend wird hier. Die hier. Ne? Warum? Erkennt ihr auch. SMA 200 ist interessant. Untere Bollinger Band ist interessant. Schauen wir uns das Volumen an. Ist erhöht. Ja, und das an einem Tief, was letztendlich nachher höher schließt. Das ist der Tag, wo man zum Screening kommt. Und dann wird man leider enttäuscht, weil der Markt hier oben aufmacht und die Aktien im Endeffekt zurücklaufen. Ja. Ich habe an dem Tag gestern noch deutsche Aktien gehabt. Von daher, beim amerikanischen Markt wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich die Order einfach gelöscht hätte, nachdem ich gesehen habe, dass die so einen Gap nach oben machen. Ja, das wäre dann im Endeffekt, weil der Markt ja geschlossen war, kann ich keine Aktien, bis auf einige Broker, die auch das vorbörslich machen, erwerben. Bedeutet für mich, ich muss da einfach die Füße stillhalten und dann den Markt im Endeffekt canceln oder aber damit zurechtkommen, dass ich auf einer Abwärtsfahrt nach unten hier unten eingestoppt werde und der Markt vielleicht dann wieder dort reagiert an dieser Marke. Ist oft so. Ja. Statistisch gesehen macht das überhaupt keinen Unterschied. Es ist bloß blöd mit anzusehen, wenn man auf den Chart guckt und der wird immer roter, die Kerze. Und man sagt sich, okay, muss ich mir das jetzt geben? Ja. Von daher war bei mir dann die Orderlöschung eher angesagt. Aber positiv, wenn der Markt heute hier gut schließt, dann haben wir ja schon, sag ich mal, eine halbe Korrektur. Vielleicht kommt er noch mal ein bisschen zurück und dann den nächsten Schwung zu nehmen. Wäre für mich jetzt aber nicht prädestiniert. Ich habe ja hier oben viel bessere Werte, die oben stehen. Communication, sage ich auch immer wieder, ist im Moment schlecht für die, weil die müssen ja alle Sendemasten und Infrastruktur bauen. Das kostet bei den Zinsen viel mehr Geld und das können sie nicht übertragen an die Kunden. Von daher zählt aber auch in die Branche zum Beispiel Mediensachen mit rein. Die Leute lesen vielleicht mehr in der dunklen Jahreszeit oder so. Beschäftigen sich mit Inhalten. Ich finde es interessant. Die Volumensituation ist noch vom letzten Webinar beleuchtet. Man sieht Tiefpunkt, höheres Volumen. Wer kauft bei roten Bars? Also ich nicht, sondern meistens die, die sagen, jetzt ist günstig und die Sachen vielleicht fundamental bewerten. Von daher eine gute Sache, dann mal hier zu schauen, ist das ein Tiefpunkt? Der Markt läuft dann nach oben, korrigiert so und ich warte eigentlich auf einen Punkt, kann ich euch immer verraten, dass mal hier das Bollinger Band berührt wird oben und dann ist für mich immer schön zu sagen, okay, dann warte ich auf die nächste Korrektur. Und jetzt warte ich eigentlich auf die nächste Korrektur, das ist nur ein Tag gewesen, weil wir hier so ein Gap haben, das ist auch positiv in dem Fall, wir haben ja hier so ein minimales Aufwärtsgap zwischen den beiden, zwischen der roten und der grünen. Der Markt reagiert genau auf diesen Gap. Wahrscheinlich heute auch mit erhöhtem Volumen, das kommt erst nach Schlusskurs rein. Und dann hätte ich die Möglichkeit hier an diesem Tag, wenn er so bleibt, ja, mal sehen, was die Zahlen sagen, hier so einen vermuteten nochmaligen, weil hier ist er schon mal drüber, ja, der ist noch nicht drüber, Ausbruch zu handeln, aber aus einer tieferen Position. Wäre vielleicht möglich, sich mal eine Communications-Aktie anzuschauen, die ja dann vielleicht noch Potenzial hat bis ungefähr dort. Wie gesagt, wenn man oben schon seine Trades aussieht, dann muss man das nicht machen, aber so schätze ich die Sache ein. Und gehen wir auf Consumer zyklisch. Ja, das sind im Endeffekt, die ist auch schon nicht mehr Outperformer letztendlich, weil sie unter 1 ist der Wert.
hätte man auch sein Geld, ich sage mal, wenn man selbst nur auf die charttechnische Situation achtet, ja, und aus einer Korrektur sich hier rein skaliert, dann ist man schon nicht auf der falschen Seite. Das ist ja immer dasselbe Spiel, ne? Und von daher macht es schon Sinn, hier unten eher einzusteigen, als versuchen, hier einen Ausbruch zu handeln, hier drüber und dann, ups, Entschuldigung, man landet da unten. Ne? Das ist mir früher auch öfter passiert, das mache ich gar nicht mehr. Außer der Chart sieht so aus. Ja, geht dynamisch nach oben, macht dann so wie so ein Inside Bar mehrere Kerzen nebeneinander. Das ist auch kein Hexenwerk. Und dann geht die Kerze die nächste hier drüber und hat ein erhöhtes Volumen. Dann handle ich das und setze den Stop unter das erhöhte Volumen. Das ist das Einzige. Die darf auch nicht zu weit weggelaufen sein. Ja, ist aber ein anderes Setup. Aber letztendlich zeigt es der Trade Scanner auch an. Man kann das recht einfach erkennen. Dann ist das CAV erstmal niedrig, weil man ja keinen Anhaltspunkt hat, genau, sondern nur das vorherige Hoch. Wenn man hier drüber hinausgeht, im Endeffekt, dann hat man das Potenzial eigentlich der Spiegelung von diesem dynamischen Mass, der dann im Endeffekt da nach oben kommt. Dann wäre da ungefähr das Ziel. Dann mal so als Hinweis. Ne? Gibt ja Korrekturen über Zeit und über den Preis. Das ist eine Zeitkorrektur. Das hier sind Preiskorrekturen, weil sie halt tiefer gehen und nicht seitwärts. Ja? Und hier ist auch eine kleine Korrektur, die hat beides. Die geht über den Preis und hier geht sie nochmal seitlich über die Zeit, 3 Tage. Da läuft dann mal klein nebenher. Auch spannend, ja? Das mal ein bisschen im Auge zu behalten. Energiesektor, Mann, war der lange oben. Ganz schön abgefallen. Da hängt bei der Energie, soweit ich weiß, Industrie hängt sehr viel Öl mit drin. Öl drückt es und alles, was in der Energiebranche aber trotzdem oben ist, ist ja zum Beispiel auch Technology. Teilweise sind ja diese erneuerbaren Energien. Ne? Und da muss man schon ein bisschen differenzieren. Sucht aber der Trade Scanner letztendlich raus und beim Screening kriegt man das auch raus. Dazu brauche ich gar nichts zu sagen, weil ich sehe den weder in einer Ausverkaufssituation mit erhöhten, stark erhöhten Volumen nach diesem Abfall, nix, kann man einfach streichen. Also ist jetzt für mich ja nichts. So, dann sind wir in dem Sinne schon durch. Wenn ich jetzt mal auf die Homepage Fragen könnt ihr immer noch stellen. Und zwar gehe ich nochmal auf meine Homepage. Wollte euch nochmal zeigen, die Frage kam schon mal bei mir an vorher, wo das ist mit dem Newsletter, bei Leistungen Newsletter draufklicken und letztendlich hier eintragen, ich verwende keine Daten für irgendwelche Werbung an andere, sag ich mal, Broker oder sonst wie, da wird nichts weitergegeben, das ist hier, das bleibt bei uns und bei mir, da wird nichts weitergegeben, aber ihr kriegt eine Erinnerung letztendlich an was? Eine Erinnerung an den Blog, den ich schreibe, wenn er kommt, weil früher war der immer samstags, aber es macht ja keinen Sinn, samstags was zu schreiben, wenn am Samstag keine Situation ist, dass ein Markt korrigiert. Also dann kann ich euch schreiben, wäre schön gewesen, aber nehme ich nicht, sondern jetzt machen wir es anders. Ich schreibe halt was, wenn ich sage, okay, das ist eine Branche, die ist in der Korrektur. Jetzt screene ich diese Branche. Macht ja viel mehr Sinn und das mache ich auch nur einmal in der Woche und nicht immer. Und wenn ihr dann darauf klickt letztendlich, dann seht ihr, am 3.12. habe ich geschrieben, ja, amerikanischer Markt. Könnt ihr raufklicken, es kostet auch nichts. Dann seht ihr, Utilities-Branche hatte ich rausgesucht. Die ist ja relativ gut gelaufen, habt ihr gesehen. US-Branche, da war es. Jetzt ist es schon etwas höher gelaufen. Und dann seht ihr noch ein paar Trades, die ich in der letzten Woche gemacht habe, die letztendlich alle in der deutschen, sage ich mal, Version läuft. Und ja, den Kion habe ich noch, Athos ist ausgestoppt worden und Amadeus ist auch ausgestoppt worden. Aber die waren vorher schon im Teilgewinn, wie man sieht. So, das war's. Dann will ich euch gar nicht weiter aufhalten. Ich schaue noch einmal kurz, noch einmal, bevor wir das Webinar schließen, schauen wir mal auf den Intraday-Chart. Was macht denn der S&P 500 heute? Na, das ist heute. Das macht der S&P. Also recht positiv gestimmt. Die Frage ist immer, man sagt ja immer vor der Sache gut, nach der Sache schlecht. Mal sehen, ob er heute wieder der Statistik gerecht wird. Im Moment positiv und schauen wir mal, was da kommt. Also ich habe im Moment keine Position im amerikanischen Markt mehr zu laufen oder keine Position anstehen. Da kann ich auch warten, bis das geklärt ist.
Okay, ihr Lieben, dann freue ich mich, wenn ihr zum einen gesund vor allen Dingen, ja, bitte gesund bleibt, lasst euch schön beschenken, feiert schön mit der Familie und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, denn dann geht die Reihe einfach weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Das gleiche kommt dann auch in YouTube-Format in Form, wenn ich schaffe, in 5 Minuten Video zu diesem Blog, wo ich sage, das ist die Branche, die mich heute interessiert. Blablablub. Nicht viel Gerede, sondern einfach nur gesagt. Und dann hoffe ich, dass ihr das für euch auch nutzen könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch, ja, passt auf eure Positionen auf und bleibt mir gerne treu. Ciao. Ich danke dir, Carsten. Vielen lieben Dank. Ja, gerne auch morgen bei Carsten vorbeischauen. Ne, morgen haben wir den Carsten nochmal im Webinar. Auf jeden Fall. Und genau, wie der Carsten schon sagt, ansonsten bleiben Sie gesund und passen Sie auf Ihre Positionen auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. No!